guck mal hier. Du machst das schon, mein Freund, du machst das schon. Viehhandel. Du hast derzeit keinen Stall oder Weide, baue zuerst einen Stall, um Tiere kaufen zu können. Okay. Produktion. Verkaufsstationen. Gewächshäuser. Plantagen. Plantagen, Trauben oder was? Traubenrebe. Oder Olivenbäume. Generatoren. Oh, sowas will ich auch haben. Stromversorgung. Da kann man bestimmt viel Geld mit verdienen. Nee, habe ich auf den Bildern tatsächlich nicht gesehen. Tiere, Hühnerbienen, sonstiges. Das sind die Größe der Kuhstall. Kuhstall groß. Kuhstall mit Fütterungsroboter. Okay. Oh, Mickeys bestimmt, oder? Gibt's Mickeys? Sag mir, dass es hier Mickeys gibt. Bitte, 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 bitte. Komm schon. Zäune. Zäune, okay. Also nur Zäune drinne. Sonst. Keine Mickeys? Oh, schade. Keine Mickeys. Das Spiel ist scheiße. Das können wir nicht mehr weiterspielen. Geht so nicht. Nix. Vorbei. Aus. Ende. Nix. Nein. Ohne Mickeys. Wo kommen wir denn da hin? Nein, 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 nein. Ohne Mickeys kein Landschafts... Na, so weit kommt das noch. Für so etwas gibt es Mods, das lernen wir ein anderes Mal. Meinst du, Blondie versteht das? Nein. Sonja, du bist für vieles sehr, sehr gut. Und du bist in vielem sehr, sehr gut. Und in vielen vielleicht... Nein, nicht vielleicht, in vielen Sachen auch besser als ich. Aber eine Farm oder ein Hof oder ein Dorf ohne Mickeys, ich weiß, da kannst du traurig sein, aber ohne meine Mickeys weiß ich nicht. Ich hoffe, der klappert jetzt ordentlich das Feld ab, ne? Aber es sieht ganz gut aus. Wie war das mit dem Rohr reinholen? Nach unten. Ich werde es auch ohne überleben. Ja, natürlich werde ich das, aber ich wäre sehr, sehr traurig, wenn das so ist. Da müssen wir unbedingt nochmal was tun. Schau doch mal in den Kleiderschrank. Vielleicht kannst du selbst den Mickey mimen. Nein. Nein, nein. Dann müsste ich ja selber auf meinen Hof aufpassen. Das wäre ja aber auch doof, ne? Ich hab den noch gar nicht, den Mickey. Bei Medieval. Oder habe ich bei Medieval schon den Mickey? Nee, ne? Also nicht, dass ich wüsste. K.
kann man bauen, ja. Ich glaube, aber ich habe den tatsächlich noch gar nicht gelernt. Andrena versucht sich in rückwärts einparken. Keine gute Idee, ich weiß. Ah, stopp. Nee, den brauchen wir jetzt nicht. Den können wir auch mal. Der hier brauchte doch auch noch Kalk, ne? Kam in Medieval gestern erst per Update. Nach dem Stream, oder was? Oh, stellt bloß nicht die Maus um. Ich muss das nochmal gucken mit der Maus, wie das... Nein, das war nicht meins. Das mit der Maus nervt mich richtig ab. Das wollte ich sehen. Guck mal, hier wächst ja schon was. Raps im Wachstum. Benötigt Kalk. Der Drescher hat auch Licht. Ja, ich weiß. Oh, und das ist nachts. Ich sehe nix. Du musst nix sehen, du musst auf die Dings gucken, auf die Zahlen. Ich sehe auch nix. Herrgott, diese Weiber. Mach doch mal die Klüsen auf. Ah, benötigt Kalk, machen wir danach. Und hier müsste jetzt auch nochmal der Steinsammler rüber. Dankeschön, liebe Sonja. Das habe ich jetzt gerade mal gesehen. Und vor allen Dingen sehe ich auch mal, wie das aussieht im Stream. Wenn das, oh, dankeschön. Hol die Öllampe raus. Also hier müssen wir auch noch. Oi, 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 oi. So. Wir fahren mit Licht. Und ich fahre mit Tastatur. Ich glaube, ich falle vom Glauben ab. Nixen hier. Ich verstehe diese Meldung immer oben nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. So. Dann haben wir den auch noch. Mit. Ja, die oben in der Mitte, diese Meldung, die da immer kommt, ich verstehe die nicht. Ich bin da etwas schlecht bewandert, sagen wir es mal so. So. Wie macht man denn hier Licht an und aus? Hüppe. Oh. Ui, 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 ui. Herr von Bödefeld. Bin ein bisschen hinten aufgefahren. Habt ihr das gesehen? Huch, jetzt hab ich abgebrochen. Ist egal. Ist nicht schlimm. So. Könnt ihr jetzt dem Sammler noch ein bisschen zuschauen? Den lassen wir auch noch ein bisschen zuschauen. Aber guck mal, wie schön das aussieht jetzt hier, ne? Weißt du, hier hast du noch mehr zu tun. Benötigt Kalk. Was heißt die Upsach ist egal? Was heißt die Upsach ist egal? Nein, Ups ist nicht egal. Lass das.
Liebe Sonja, ich wünsche dir eine gute Nacht. Warte mal, ich will das unbedingt noch. P. Bauen. Tiere. Sonstiges. Hundehütte. Stelle ich jetzt hier hin. Ich sehe ein bisschen. Kollision mit einem Spieler. Dein Ernst? So. Hab ich sie jetzt platziert da oder nicht? Abschnitt. Herrgott! Kann doch nicht so schwer sein, da ein Dings zu platzieren. P. Bauen. Ich möchte jetzt da eine Hundehütte. Hier ist diese Hundehütte. Können wir die auch hier vorne platzieren? Überlappt mit einem anderen Objekt. Direkt vor die Tür wollte ich sie nicht stellen. Hier. Oh, da ist gleich ein Hund. Oh, gucke mal. Oha. Streiche mit R. Wenn man sich selbst im Weg steht. Wie kann man denn den Ball werfen? Objekt aufheben? Objekt aufheben. Ah, Objekt werfen. Ja, das war ja nicht toll, ne? Bring her! Oh, du siehst fast aus wie mein Quarz, nur in riesengroß. Ja, ich du fein gemacht, mein Großer. Und jetzt hier? Prickels Fressnapf. Ui. Ey, nicht gleich alles. Du kriegst Bauchweh. Bei Fuß? Wenn ich bei Fuß sage, kommt der denn mit? Echt jetzt? Okay. Kann ich dem jetzt auch sagen, der soll hier rein? Nee, ne? Fressnapf füllen. Zurück. Okay, dann bleibt er hier, oder? Okay, dann bleibt er hier. Oh! Dann haben wir wenigstens das eine mit dem Tier fertig. Dann haben wir wenigstens das eine mit dem Tier fertig, siehst du. Tipptopp will die Pferde sehen und zwar sofort. Tipptopp soll sich einen eigenen Hof kaufen. Die soll sich einen eigenen Hof kaufen. Es ist echt interessant, wie viel da geht, ne? Aber wenn ich mir jetzt noch mal... warte. Hier. Auch nicht. Wenn ich mir jetzt hier die Map angucke, dann ist das hier unser Zuhause. Wo soll man dann hier bitte ein Feld, ein Kuhstall oder irgend sowas hinbauen?
Heulager, Silo, Haus, Wassertank. Wo stellt man? Mitten auf ein Feld? Ich muss eins von meinen Feldern dafür opfern? Hallo Jason, einen wunderschönen guten Abend. Ich muss wirklich ein Feld davon opfern? Es gibt ein Maltool. Ein Maltool. Hans, kannst du mit mir so reden, dass die Blondine das vielleicht versteht? Herrgott! Mann, ich spiele das erste Mal in meinem Leben Landwirtschaftssimulator. Weil auf dieser Vanillakarte ja. Geh ins Baumenü. Baumenü. Okay, warte. Baumenü. Bauen. So. Und ich sag jetzt mal, ich möchte zum Beispiel bei Tiere, kann ich mir zwar nicht leisten, wird er gleich sagen, nee, ist nicht. Aber ach, du himmlischer Heiland. Da muss ich jetzt wirklich so Landschaftsumbau malen. Formen, malen, Bäume, pflanzen. Euer Ernst? Wenn ich jetzt sage, hier, dies hier, dann male ich das hier an und dann. Kies, Gras, Asphalt. Gras für die Kühe. Aber man kann doch. Kann man. Warte mal, warte mal. Wenn ich jetzt sage Gebäude, zum Beispiel, ich möchte für die Tiere so eine Wiese haben. Kann ich die erst hinsetzen und dann malen? Bald kommt noch ein fünfter Tab, Mickeys. Ich hoffe, dass die Mickeys kommen. Also ich kann jetzt sagen, pass auf hier, ich möchte jetzt hier den Pferde, dass die Pferdekoppel hinhaben. Wie gesagt, mir fehlt jetzt so ein bisschen das Geld dafür, ne? Aber ich könnte jetzt sagen, hier möchte ich die Pferdekoppel hinmalen und danach gehe ich in den Landschaftsbau und male das Ganze alles grün, damit die Pferde eine grüne Grasfläche haben. Ach du himmlischer Heiland. Okay. Das ist nicht cool. Das ist alles andere als cool. Aber keine Mickeys. Aber ich verstehe das nicht. Ich will Mickeys. Gibt es keine Mickeys? Zäune. Zäune. Was will man mit Zäune? Auf einem Gebäude kannst du nicht malen. Ich kaufe ja nicht ein. Ich kann gar nichts einkaufen. Ich habe gar kein Geld. Mickey. Mike. Rundherum. Also müsste ich das vorher anmalen.
Müsste jetzt quasi ausrechnen, jetzt, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel Tiere, jetzt mal die Pferdekoppel, muss ich jetzt gucken, bis dahin muss ich es grün anmalen? Sie wollte eine Weide, ja, genau. Aber die Weide kann ich grün anmalen, oder? Die Gebäude kommen bereits mit dem passenden Untergrund. Ja, warum sollte ich das denn anmalen? Ja, schwachsinnig irgendwie. Die Gebäude kommen bereits mit dem passenden Untergrund. Da steht, du hast nicht genug Geld. Ich werde nicht in diesem Spiel nie wieder genug Geld kriegen. Herrgott. Es sei denn, wir verkaufen Steine. Ich weiß, ich überziehe schon wieder gnadenlos. Die Gebäude haben verschiedene Untergründe. Also das mit dem Anmalen ist eher, wenn du dir jetzt Wege bauen möchtest, wenn du um die Gebäude das noch verschönern möchtest und solche Sachen, richtig? Denke ich mal so, ne? Bob Bradley, Mark Sanchez und irgendwer, keine Ahnung nicht. Steine verkaufen ist ja auch nicht schlecht. Nein, nein. Die Frage ist, wie viel Geld bringen diese Steine, die ich hier gerade drinne sammel. Also noch bin ich nicht voll, ne? Also die Ding. Okay, das also das mit dem Malen und so weiter, das kann man, damit man sich die Farben so schön machen kann. Wenn du etwas anmalst, wird dort die Markierung als Feld aufgehoben. Ja. Aber ich muss tatsächlich meine Felder, die ich habe, opfern für Ställe, für Produktionsgebäude, für was auch immer. Ich muss dafür meine Felder opfern. Damit wirst du steinreich. Ja, genau. Das ist ja aber auch ein Ding, wenn ich jetzt dafür meine Sachen opfern muss, ist ja auch doof irgendwie, ne? Ah, guck mal, jetzt ist er schon fleißig von wegen 1% oder 6%, mein Freund. Weißt du, machst mich arm, aber das ist jetzt auch erwurscht. Ja, ihr Leutchens, ihr habt's jetzt gesehen, wie Andrina sich anstellt. Ich habe euch versucht, ein bisschen verschiedene Sachen zu zeigen. Man kann aber auch Felder erstellen, wo noch keine sind. Okay, also man kann hier wirklich viel, viel machen. Die Frage ist jetzt, ich mit meiner Dusseligkeit, so wie ich bin, ihr habt es jetzt erlebt, ich bin nicht immer so. Bin manchmal etwas begriffsstutzig, sagen wir es mal so. Und ja, manchmal und ja, etwas. Nur mal, um das nochmal so zu sagen, ne? Bin manchmal etwas begriffsstutzig. Aber wenn der Groschen erstmal gefallen ist, dann ist er auch gefallen, hoffe ich. Die Frage ist, soll ich LS22 weitermachen? Ja oder nein? Also zum Antesten. Zum Antesten waren jetzt diese 3 Stunden schon gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen mit der Aussicht auf das, was man wirklich machen kann. So tiertechnisch, pflanztechnisch. Wir haben ja quasi noch nichts gesehen. Wir haben ja quasi überhaupt noch nichts gesehen. Als Tagelöhner oder als Großgrundbesitzer, irgendwie, weiß ich nicht, würdet ihr das haben wollen? Möchten mögen. Okay. Also nur, wenn ihr wirklich darauf Bock habt, weil,
möchte natürlich darauf auch nicht hängen bleiben, ne? Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin kein Profi, ich werde wahrscheinlich auch nie Profi werden. Bin froh, dass ich die Steuerung von meinem Gamepad jetzt verstanden habe. Wo ich die ganzen Sachen finde, weiß ich bis nächstes Mal auf keinen Fall. Aber das werden wir dann schon sehen. Oh, guck mal, wie die Steine da reinfliegen. Das ist so geil, oder? Das kommt schon noch. Ich glaube, die Antwort ist klar. Zweimal ja. Eieieiei. Ja. Dann wären wir wohl... oder übel uns da durchbeißen müssen. Aber wie gesagt, wenn ihr mich begleitet, seid euch bewusst, ich habe keinerlei Ahnung. Das ist mein erster LS, was auch immer. Und das ist natürlich ein Nichts gegen, wenn wir jetzt mal an Farmers Dynasty denken, das ist dagegen echt ein Nichts. Da ist Farmers Dynasty eine absolute einfache Geschichte. Und so wie Andrea schon geschrieben hat, mehr Socializing wie... ne? Das sollte euch bewusst sein. Na gut, ihr Lieben. Werdet den Guten jetzt erlösen.